Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed, the Most Wanted. Nee, Most Wanted. So wie deine. Heute machen wir die Rennen gegen die Vorbereitung zu Vic. Machen wir gleich mit Polizei oder machen wir erstmal minimal? Machen wir erstmal minimal. Ich würde mal gerne echt mal wissen, wo man sein Geld sieht. Müssen wir denn echt mal hier reinfahren? Guck mal, wie viel Geld habe ich? Vielleicht kann ich ja schon Leistung hochtun. 9600. Können wir davon irgendwas holen? Bremsen. Ja, Reifen. Okay, Reifen. Okay. Vielleicht können wir schon die Sachen holen. Okay, das haben wir ja schon. Noch irgendwo ein Auto. Okay. Passt doch. Dann super. Checkout. Ja. Hinterzimmer, das ist da, wo wir die Blacklist-Dinger kriegen. Fahrwerk und Bremsen, okay. Hätte ich irgendwas doppelt, dann würde ich das halt eben schon einbauen. Ansonsten, dadurch, dass wir noch nichts doppelt haben, habe ich auch noch nichts ein. Teile ist nichts neu und ob. Haben wir jetzt genug? Ne, 2800, ne. Hätten wir 5000, hätte ich gesagt, okay. Ja, Stuhl. Hat den Spaß mal wieder, mich zu ärgern. Ah. Gut, dann haben wir den Wagen auch schon wieder maximal geupgradet. Was sind das für Frame-Einbrüche? Okay. Okay. K.O. Rennen. Die Strecke sieht eklig aus. Aber gut, die ist klein. Und bei K.O. Rennen weiß man immer, es sind drei Runden. Nie mehr, nie weniger. Und ich kratze mich mal kurz an der Nase. V-Control, Hyper. Mit V-Album V-Control oder so? Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob das untere einfach das Album ist. Ja, nimm mich doch ein Sandwich. Ich stehe drauf. Nein, ich stehe nicht drauf. Das war ein Scherz. So. Ich hau ab. Oh. Eieieiei. Das war eine verdammt enge Kurve. Nein. Push dich. Push dich, habe ich gesagt. Ich habe keinen Bock, nachdem irgendwelche Unfälle wegen dir zu bauen. Hilfe. Ich schmeiß mit Sachen nach mir. Eieieiei. So, und dann hier rein. Und dann nochmal hier. Hoffentlich nicht gegen den Baum knallen. Dankeschön. Sehr schön. Erste Runde geschafft. Innerhalb einer Minute. Also wird es sogar 3 Minuten das Rennen. Okay. Roger ist rausgeflogen. Roger, Roger. Oder Ruger. Bist voll Ruger, Alter. Ey, aber wie ist der denn jetzt ab? Hallo? Wieso zieht ihr so von mir ab? Holy. Geht ja mal gar nicht. Habt ihr irgendwie Hummel im Hintern? Also wenn ja, dann solltet ihr aussteigen und die Hummeln rauslassen, oder man sollte. Ich will nicht hinterfragen, warum man Hummel im Hintern hat. Wenn man sowas wortwörtlich nehmen würde. Das ist nämlich echt. What the fuck? Okay. Nitro. Ich darf echt nicht das Nitro vergessen. So, Benny ist rausgeflogen oder Bunny. Ich habe es nicht genau lesen können. Irgendwas mit B und Y am Ende. Also B am Anfang und Y am Ende. Okay. Draußen schreit der Kran. Der Hahn, nicht der Kran. Ich will mal sehen, was für ein Kran schreien kann, ey. Das wäre verstörend. Ich muss den aufholen, ich muss den aufholen, du da, ich muss den aufholen, ich muss den aufholen, du da, 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 da. So, hier sollte ich es aber schaffen. Sehr schön, ja. Okay, gut, ich muss das Rennen nicht wiederholen. Schwein gehabt. Ah, okay. Es bringt nichts, es ist Toto-Rare, was immer wieder kommt. Und es ist, naja. Juckt einen nicht. Okay, nächstes K.O.-Rennen, es geht länger. Ich hasse lange Rennen. Ich bin einfach nie ein Fan von der von. Seit den 2,5 Minuten Rennen habe ich davon Trauma. Wirklich, das ist nicht schön gewesen.
Dankeschön. Dankeschön, die Pixel, der mich aufgehalten hat. So unglaublich. Na gut. Hauptsache, wir werden nicht letzter. Wenn wir zweiter, wenn wir dem immer vor dem letzten sind, das ist in Ordnung. Pro Runde natürlich. Der aktiv noch mitfahren kann. So, jetzt habe ich es komplett verschlossen. Weil wenn man vor dem letzten ist, ist man immer in diesem Fall immer Dritter. Aber da wäre ja immer nicht, da wäre jetzt Dritter, dann hätte ich schlussendlich in der zweiten Runde rausfliegen würden. Was ihr denn so weit ergänzt. Und denen, die aktiv mitfahren, dass wir vor dem immer sind. Ihr habt es so oder so verstanden. Warum versuche ich zu erklären? Mir würde eh keiner die Worte im Mund umherum drehen. Das wäre sehr unangenehm, dann müsste man meine Zunge anfassen. Und wer will schon meine Zunge anfassen? Ja. So ein glibbriges Ding. So ein Muskel. Okay, wenn wir die Abkürzung schaffen, dann haben wir hier gleich geradeaus. Das sollte ich mir merken, dass ich da durch die... da durchfahren kann. Das ist halt das Problem. Manchmal muss man sich merken, wo kann ich welche Abkürzung nutzen, wann sollte ich sie nutzen, wann sollte ich sie vermeiden. Muss man sich hier wirklich merken. Wenn man guckt sich vorher die Karte ganz genau an und guckt und denkt, sieht dann, ah, okay, so muss ich fahren, dann muss ich da, dann muss ich die Abkürzung. Aber mache ich sowas? Nein. Zwei Namen ist rausgeflogen. Jetzt habe ich noch drei. Ich hatte vorher fünf. Schon erstaunlich, oder? In der Kurve Gas geben. Der eine macht eine Pirouette. Das sah super schön aus. Wenn man auf die Minimap achtet. Stell dich vor, Mutter würde sich so anhören. Wenn man sich mal so überlegt, wie das da jetzt im Motor aussieht bei solchen Geschwindigkeiten. Wie da die Kolben da durchdrehen. Ist mit Sicherheit echt lustig. Alter, ich habe nur nach links gelenkt. Alter, das war... Hab ich ja super hinbekommen. Ich musste nicht mal den Speedbreaker einsetzen. Falls er immer noch mal so hieß. Ich glaube, der hieß Speedbreaker. Bin mir nicht mehr sicher. Ist ja auch egal, wir wissen alle, was ich meine. Das Ding hier. Das ist der Speedbreaker. Boah, das ist, man merkt echt, dass die hier vom Optischen her bei hohen Geschwindigkeiten, dass es wirklich ganz anders aussieht. Es verwäscht alles so dermaßen. Der Eismann ist rausgeflogen. Jetzt haben wir nur noch... Wie ist der? Robotman? Ah, Robertson. Robotman. Hallo, ich bin der Robotman. Ich bin halt Roboter, halb Mann. Schon erstaunlich. Wird es nicht theoretisch... Nee, das wär ein, also müsste dann ein Cyborg sein. Ja, es ist so ein Cyborg. Cyborg ist halb Maschine, halb Mensch. Okay, halb-halb ist halt immer so... Zum Teil. 50-50 wäre auch schon wieder. Theoretisch, wenn jemand eine Prothese hat, ist er nicht auch ein Cyborg dann? In der Theorie müsste das so sein. Also gibt's schon, also theoretisch gibt's Cyborgs schon auf der Welt. Daran habe ich echt nicht gedacht. Obwohl, ja, doch, es gibt ja halt eben Prothesen, die ja halt eben auf Impulse von Menschen reagieren. Hm. 5 Minuten, okay.
War nicht so lange, wie ich dachte. Oh, den hören wir uns an. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Ich hab mit keinen anderen Typen was am Laufen. Ja, tut mir leid, dass du denkst, dass ich das bin, aber... Sorry, ich stehe nicht auf dich. Das sind zwei 10,1 Kilometer. Einmal geht's durch die Stadt und einmal... Rein auf der Autobahn. Komm, rein auf der Autobahn, machen wir einen Abschluss. So als Vergnügungsende. Vielleicht mache ich es am besten so, dass ich jetzt die Rennen einen Part packe und die Verfolgungsdinger plus Boss in den nächsten Part. Dann hätte ich immer zwei Parts. Außer die Rennen werden echt verdammt lange. Ich gucke einfach, wie ich das mache. Oder was sagt ihr? Ist das eine gute Idee? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Das wäre echt schön. Ah, ich habe diese Musik so oft gehört, ey. Und irgendwann geht die halt echt auf den Senkel. Aber gut, ich habe die Musik hoffentlich auch wieder leise genug gemacht, dass YouTube da nicht rummeckern kann. Auch so bei den Cutscenes, da habe ich Angst, dass die da, weil die Musik da doch schon wesentlich lauter ist. Dass er dann sagt, YouTube, hier Oberrechts, Verwarnung, Verletzung, bla 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 bla. Oh, eine Verwarnung wäre schlimm. Scheiße. Dann müsste ich da gucken, dass sie da. Ja. Dass ich da die Verstellen mit der Musik verstanden und rausschneide. Da hat man dann keinen Sound. Tut mir ja leid. Und ich mache irgendeinen anderen Sound rein. Runter. Gibt ja genug Möglichkeiten. Aber ich muss erstmal gucken, weil dem. Die erste Folge habe ich noch gar nicht. Ich müsste mal die erste Folge langsam erstmal schneiden und hochladen. Weil allein beim Hochladen und nicht veröffentlichen bekommt man ja schon die Verwarnung. Oder nee, die Verletzung. Diesen Hinweis. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Ja, stimmt, wir sind im Ausstellen. Oh Gott. Wurde mich gerade. Hä, Gegner? Hallo? Oh. Ich hab mich da schon die ganze Zeit und ich kratze mich da einfach nicht. Jetzt tut's weh, weil ich mich da gekratzt habe. Wow. Nee, wie gesagt, ich habe mich ganz gewundert, wo sind die Gegner? Hä? Guck nach oben rechts. Ach, ah, okay, stimmt. Da war ja was. Upsi. Ich Dusselchen, ich habe da ja komplett was vergessen. Schön Nitro geben. Aber sieht echt schon. Sieht echt schon gut aus. Ich könnte ja einstellen, dass die Sonne so strahlt, indem ich Strahlung rausnehme. Aber ich finde nicht, das muss sein. Das muss sein. Oh, da haben wir es geschafft. Was? Okay. 265 km/h. Gut. Dann haben wir noch das, was ich mir aufhebe. Das mit dem Maximal. Das mache ich jetzt. Drittes jetzt. Radarfalle. Okay. Das ist. Ja, hören wir uns gleich an, was das für ein Tutorial gibt. Beim Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Jo, okay. Hat er mitbekommen. Ah, aber trotzdem ist es sinnvoll, dem Erster zu werden. Es ist wirklich... Wenn du nicht Erster wirst, hast du, glaube ich, pro Sekunde oder so immer so einen gewissen Geschwindigkeitsabzug. Also am Ende. Davon. 214, sehr schön. Also es ist wirklich sinnvoll, Erster zu werden. Das heißt, wenn du Erster wirst und nicht die maximale Geschwindigkeit hast, geht das an alle anderen, hast du immer noch die Chance, dass die dem so weit zurückliegen, dass die genug Geschwindigkeit verlieren,
dass du dadurch noch Erster wirst. Also das muss man, also auf jeden Fall immer ins Ziel fahren, wenn du Erster bist, aber nicht die maximale Punktzahl hast. Gott, ich bin nicht Erster. Das ist das, worüber ich rede. Aber hier auf dem ersten Platz bin ich schon. Gott, 7 km/h ist jemand vor mir. 7 km/h scheint nicht viel, aber schlussendlich sind es doch eine ganze Menge. Das Mieseste ist allerdings bei diesen Rennen, wenn du kurz vorher gegen so ein fucking Auto fährst und dadurch extrem viel Geschwindigkeit dadurch verlierst. Ah, das ist mir schon so oft passiert. Oder du irgendwo anders gegen knallst. Mir schon so oft passiert. Das ist so nervig. Okay, jetzt fahren sie. Alter, 21 km/h vor mir, das geht doch gar nicht. Ich war ja schon am, theoretisch am Limit. ...1103, okay, jetzt bin ich vor den. Eieieiei. Okay. Wollen wir mal gucken, Rennstatistik? Da. Er hatte 1100. Und er hat 38 km/h verloren. Dadurch, dass ich jetzt Erster war. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Oh, Camden Beach. Bitch. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Camden Beach kommen. Bitch. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Das hört sich bei dir auch immer an, als wäre die Diadem in einem Hubschrauber. Naja. Ich sollte das nicht hinterfragen. Ob die beiden zusammenarbeiten irgendwie? Keine Ahnung. Also Rock und Mia. Aber jetzt was? Keine Ahnung. Ist es wieder so lange her? Ich weiß so gut wie gar nichts mehr von der Geschichte. Ich weiß nur, was er wirklich am Ende erwartet. Und das sind die schwersten Gegner von allen. 262 km/h, okay. Hau ab, zieh dich, push dich. Ich will hier geradezu durch, dankeschön. Yes. Ich wollte nicht das abheben, das war. Unerwartet. Ich bin voll abgehoben. Hahaha. Ah, ist gut. Tut mir leid. Ich mach gerne Witze. Oh, das nächste kommt jetzt hier. Okay. 241. Wieso ist der vor mir? News Channels 22. Das Problem, ich weiß jetzt auch nicht genau, wer das ist. Das ist ja direkt der hinter mir ist. Dem ich. Ja, was auch immer passiert ist. Sehe ich ja gleich, wenn der. Sehr schön, ich bin Erster. Ja, aber das war jetzt gerade schlecht. Das war gerade echt schlecht. Ah, okay, ich bin auch trotzdem noch Erster. Sehr schön. Okay, easy. Bei solchen Rennen, ja. Die sind auch nicht gerade Ude. So, machen wir jetzt mal ein Sprintrennen. Das Problem ist allerdings, wenn ich jetzt. Die sind bei 19 Minuten. Okay. Okay, das geht schneller als mir lieb ist. Das geht echt schneller als mir lieb ist. Also man sieht ja daran, dass man dem Ganzen zu diesem Rennen springen kann, hat man diesen Fahrweg nicht zusätzlich. Das heißt, das Spiel geht wirklich schneller voran. Ja, fahr die ganzen Dinger. Ja. Oh, dankeschön. Oh, das war echt nett von euch. So. Hier ist die Kopfgefahr maximal. Mal gucken, ob die auch wirklich maximal ist. Oder ob das wieder nur, naja, leere Drohung ist. So wie vor. Nee, nicht vorgestern. So wie gestern. Oder
Ja, doch, vorgestern auch bei deinem Trecker. Stand ja auch maximal dran. Ist unglaublich. So, ich versuche mal das Ding hier umzuschubsen. Ja. Aber dann passiert es, dass der Reifen hinter uns runterfällt und die Gegner blockieren kann. Sehen wir zwar nicht. Aber, ob wir auf die Minimap geachtet hat, hat man gesehen, dass die so richtig schön festgefahren wurden dadurch. Hat mir zwar nicht so viel gebracht, dadurch, dass ich jetzt allgemein dadurch richtig scheiße gefahren bin, aber ist lustig, dass man dadurch so seine Gegner so ein bisschen ausschalten kann. Klappt aber leider nicht immer. Nicht, wirklich nicht immer. So viele News Channel Wagen hier, heilige Scheiße. Eigentlich wäre es schlau, immer geradeaus zu fahren. Und hier hätten wir durch den Busbahnhof fahren können. Soeben wird eine unbekannte Anzahl von Code-6-Mörsern gemeldet. In östlicher Richtung. An den Heritage Heights vorbei. Verfügbare Einheiten melden und anrücken. Okay, das kann sein, dass jetzt wirklich Polizei kommt. Ja. Allein wenn diese Meldung kommt, Polizei. Aber. Ich will doch erster werden, ich will noch erster werden, ich werde noch erster. Das wäre beinahe ein Hosegang. So, was mit. So, wir haben 4 Polizeiwagenrahmen, okay. 5000 Kopfgeld und 4 Minuten abhauen. Auch unten sieht man halt eben, links ist halt eben, wie viele Wagen haben wir gerammt. Wie viele Wagen haben sie noch so als zur Unterstützung, die zusätzlich kommen. Und rechts, wie viele Polizeiwagen wir zerstört haben. Schade, ich wollte ihn gerade rammen. Ach, Eskalation. So. Die Taxis, okay, die, oder was auch immer, hatten ihren Spaß. Komm, ich muss noch einen rammen. Ah, da vorne. Ich will dich rammen. Lass mich bitte rammen. Es wär dufte. Es wäre echt dufte. Hallo? Dass sie auch immer haargenau so schnell fahren, dass man sie nicht kriegt. So. Und schön zerstört. Das Entkommen ist das, was mir immer am wenigsten interessiert. Weil das Entkommen ist meistens das Leichteste. Wieder ab dieser gewissen Zeit. Vor allem durch diesen einen Trick, den wir jetzt vor kurzem kennengelernt haben. Ey, du raust, Scheißraucher. So, die haben noch 3 Wagen zur Unterstützung. 2. Und die 2 sind hier schon. Und der eine raucht ganz schön. Huch. Das ist sind die Fahrer von vorhin. Die bleiben dann halt weiter noch mit auf der Strecke. Ist ganz lustig. Die spawnen nicht. Was immer dem auch durch dieses Polizei-Dingsbums passieren kann, dass man eine Fluchtzeit von 0 Sekunden hat. Also, dass du dem von 0 Sekunden geflohen bist. Ist lustig. Dadurch, dass halt eben schon diese Polizeiverfolgung so alles anfängt, wenn du im Rennen bist. Und außer, aber es wird zählt halt nicht hoch oder so. Und wenn du halt den dann, also von der Zeit her, und wenn du dann rausgehst, aus dem Rennen, also das Rennen geschafft hast oder verloren hast, bin ich auf Stufe 2? Ach, kurz vor Stufe 2. Und wenn du dann halt im Rennen draußen bist und keine Polizei ist mehr um dir, ist die Zeit natürlich erstmal auf 0. Und ja, dadurch, dass sich die Polizei nicht sieht, geht die Zeit dadurch nicht hoch, bis auf der Flucht. Und wenn du es dann schaffst, halt die Flucht voll zu haben, und bist du innerhalb von 0 Sekunden geflohen. Das ist schon. It's funny. Funny frisch. Und was mich wirklich stört an diesen Stufe 1 Wagen, sie sind erstens lahmarschig. In der Theorie. Also man kann sie extrem leicht abhängen. Und wenn Stufe 2 kommt. Also ja, versuchen wir auf Stufe 2 zu kommen. Dauert nicht mal zu lange. Also wenn man links auf die Minimap guckt, sind wir kurz vor Stufe 2. Und wir sehen, dass auch eine Verstärkung ist, da ist in 1 Minute 10.
Die Polizei darf natürlich jetzt nirgendwo irgendwo Unfall bauen oder so. Wir sind kurz vor Stufe 2. Und guck mal dann, wie das wie der Polizeiwagen hier abgeht. Achtet mal gleich drauf. Ich hätte nichts sagen sollen. Hab ihn verloren. Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Hab ihn verloren. Schickt Einheiten her, die das Gebiet abriegeln. Och bitte. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in östlicher Richtung auf der Abfahrtsstadion. Absperrung erfolgt im... Also ich bin sogar bei der Polizei. Koordination erfolgt über TAC-2. Ja. Ich brauch doch nicht mal viel Kopfgeld. Hey, das ist ein verdammt großes Gebiet. Charlie 15 fordert Luftunterstützung an. Luftunterstützung gibt's heute noch nicht. Könnt ihr mir bitte nochmal die Daten rüberschicken? Ne. Das Bordsystem funktioniert nicht richtig. Okay. Willst du sonst mehr? Gerne. Hey, Rock hier. Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Camden Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Okay. Ja, nö, dann machen wir nochmal das eine Rennen hier und dann das letzte Kopfgeld. Ist ja nicht mehr... Ich meine, wir wollten jetzt sehen, dass ich dann von 4 Minuten... Nee, komm. Das brauche ich nicht unbedingt zeigen. Es ist nichts. Aber jetzt machen wir noch dieses schöne Autobahn. Autostellenrennen, Zeitrennen, wie auch immer. Und es sollte easy schaffen sein. Wirklich easy. Also das mit dem Polizei, dass der ausgerechnet dann gegen ein Auto fährt, der habe ich nicht erwartet. Normalerweise würde der abgehen wie Schmitzkatze. Also wirklich, selbst mit dem besten Wagen könntest du den Stufe 1 Wagen nicht mehr hinterherkommen. Wirklich, schaffst du nicht mehr. Die sind so schnell, die haben so eine krasse Beschleunigung, da denkst du dir so, what the fuck. Ich glaube, ich bin mit denen schon 350 km/h hinterhergefahren. Ich habe das nicht geschafft, ihn aufzuholen. Das ist mit Nitro. Ging einfach nicht. Keine Ahnung, was bei denen dann falsch ist. Aber das ist immer so, wenn die nächste Stufe kommt, dass die Folgestufe dann die zischt ab. In größten Fällen. Ah, diesen schwarzen Wagen, den wir ganz kurz gesehen haben, das war Stufe 2. Das sind so praktisch Undercover Einheiten. Aber es ist irgendwie immer so, Stufe 1, Stufe 3 und Stufe 5 sind so polizeilich und Stufe 2 und 4 sind so mehr Undercover angehaucht. Ich meine nicht Need for Speed Undercover, von dem Spiel reden wir auch nicht. Ich weiß aber nicht, was seitdem sich der EA bei diesen Spielen gedacht hat. Und ich weiß, ich hätte diese Abkürzung nehmen können, aber nö. Ich wollte über diese Autobahn fahren. Ich bin ehrlich, ich fahre nur über die Autobahn. Und gebe Gas. Geb Gas, ich hab Spaß. Ich hab Spaß, mach einen auf Hitler. Das war schon? Wow, okay. Das ging schnell. Das heißt, Meilenstein, okay. 8 Stunden, die Radarfallen, stimmt, die können wir noch machen. Ah. Sollte es auch genug Kopfgeld geben? Wie viel Kopfgeld brauchen wir eigentlich? 100.000, okay. Ja. Ich glaube, ihr braucht nicht zu sehen, wie ich Kopfgeld farme. Das braucht ihr echt nicht sehen. Ich glaube, das ist so ein Teil, den ich halt eben als einziges aussteigen werde, wenn es um Kopfgeld geht. So, wenn es so ein spannendes Polizeirennen ist oder so, die ersten so, ja, aber so... wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Okay, die machen also doch keine gemeinsame Sache, so wie ich dachte. Okay, gut. Meilensteine.
Radarfalle Nummer 2 mit 175 oder war das 170? Ist egal, schaffe ich beides. Hoffentlich. Ja, komm, schaffe ich. 188. 187 genützt, okay. Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Ja, wir müssen uns irgendwo verstecken, um die abzuschütteln. Ja, das haben wir verstanden. Okay, dann mache ich dann die Kopfgeld bis 100.000 und wir sehen uns dann im Rennen gegen Vic. Und das hier lasse ich aber noch drin, damit ihr seht, wie die aussehen. Aber wenn ich jetzt hier gucke, zack, paar hier gegen. Versteck mich hier kurz. Und hab die Entkommenszeit fertig. Übrigens, pro je höher die Stufe ist, desto länger dauert auch die Flucht allgemein. Okay. Ja, das. Gut, dann mache ich das letzte Kopfgeld. Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Easy. Easy. Hä? Hallo? Und dann was geschafft. Oh, ging doch länger als ich dachte. Wuhu. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Okay. Herausfordern. Sprint und Sprint. Okay. Nice. Oh oh. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Schön bei einem Donutstand. Ja, nee, ist klar. Und jetzt, guck mal, jetzt ist sie weg. Wo ist die Polizei hin? Es ist ein bisschen schade, es wäre schön, wenn die dem genau von Anfang an dann sofort der Verfolgungsjagd mit, ja, ihr wisst schon, dass es von Anfang an eine Verfolgungsjagd wäre. Weil er ist ja bekannt für Verfolgungsjagden, Dauer, etc. Von daher. Wäre irgendwie besser gewesen. Aber naja, ist nun mal so. Die Anspielung ist nett. Nur die Durchsetzung war in Mangelware. Oh, dieses Scheiß-Taxi. Stand es denn da jetzt so? Und bei diesen Rennen muss man sich wesentlich mehr anstrengen als bei den normalen Rennen. Aber wirklich. Da kommen später echt Strecken, da denkt man sich nur so, ach, leck mir doch die Kiemen. Ja, ihr dachtet, ich sag jetzt Kimme, ne? Habt ihr jetzt gedacht, aber ne, hab ich nicht. Wo fahr ich hier lang? Hallo? Okay. Ich fahr da nie wieder lang. Wahrscheinlich. Mach ich's dann doch. Irgendwann. Hui. Hui. Geradezu durch. Ja. Er macht das aber auch. Alter, warum ist er denn so viel besser als ich? Es geht ja mal gar nicht. Komm, jetzt überhole ich ihn aber. Ah, geht doch. Ah. Und warum juckt mir jetzt die Nase? Ah. Als hätte sich da irgendwie ein Haar geklemmt, ich weiß es nicht. War unangenehm. So, als hätte ich gerade zwei meine beide Hände voll, was ich ja gerade theoretisch habe.
wie beim Einkaufen und dann juckt die Nase. Oder irgendwas anderes juckt. Fürchterlich. Es ist nicht schön. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, ihn aufzuholen. Ja, okay, wir sehen uns dann gleich nochmal. Okay, diesmal lief es doch wesentlich besser. Dadurch, dass ich mich das Ganze auf das Rennen, rein auf das Rennen konzentriert habe, war ich jetzt eigentlich immer vor ihm. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich wesentlich länger vor ihm als vorher. Muss noch kurz meinen Stuhl umstellen. Sich doch gesagt auch daran, dass ich so gerade scheiße war. Weiß es nicht. Okay. So, zweites Sprintrennen. Von Anfang an Nitro geben, sollte ich mir merken. Ist vielleicht ein bisschen effektiver. Problem allerdings nochmal an diesem Rennen ist, dass man, also die Blacklist-Rennen, dass man die Strecke einfach nicht vorher sieht. Okay, man sieht den Namen von den Strecken. Man könnte auch nach den danach gucken. Aber mehr halt eben auch nicht. Und dadurch, dass er jetzt so weit genug vorne war, wurde er dadurch natürlich nicht beeinträchtigt, aber ich wollte trotzdem gemacht haben. Ich wollte den Reifen fallen sehen. Der ist mir wieder gefälligst nah. Hau ab. Hau ab. Jetzt zieh dich einfach. Oh, 90 Grad Kurve, 90 Grad Kurve. Gut hinbekommen? Ich weiß es nicht. Gut genug, sagen wir es so. Noch mehr dämliche Kurven. Hallo Unterschlupf. Tschüss Unterschlupf. Schön, dich gekannt zu haben. Ach, schon wieder nicht hier lang. Oh. Von unten nach oben zu fahren ist immer nervig. Von oben nach unten wird später dem auf einigen Strecken zumindest das nicht abgesperrt sein. Da kann man geradezu durchfahren. Das ist wirklich angenehm. Aber hochzu gibt es, glaube ich, nur einen einzigen Weg, der einen auch nach oben fahren würde, lassen würde. Und okay, der fuhr gerade auf der Seite und hat sich wieder aufrichten können. Okay. Und wenn ich das machen würde, dann würde das natürlich nicht passieren. Würde wahrscheinlich 50 Jahre lang auf der Seite liegen, mich zurücksetzen müssen und hätte dadurch das Rennen verloren. Okay, geschafft. Super. Abserviert. Glückwunsch, du kannst auch zwei Symbolen von Weg wählen. Yay. So, das eine ist natürlich das da und das andere ist das da. Ja! Gegner Fahrzeugschein. Du hast gerade den Fahrzeugschein des gegnerischen Wagens gewonnen. Wenn du das nächste Mal in deinen Unterschlupf fährst, wird der Wagen auf dich dort warten. Getriebe. Ah, ist das schön. Das heißt, wir wechseln unseren Wagen. Wagen. Hallo. Isabel Diaz, aka Izzy. Oder Itzi. Itzi Pizzi Tini Vini Scooby-Doo. Wagen Mazda RX-8 stärken K.O.-Rennen. Mit Itzi solltest du dich lieber nicht anlegen. Oder Izzy. Ist mir egal. Sie weiß alles über Autos und Auf- und Absetzestraße. Ihr Schlitten ist perfekt vorbereitet. Und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen den sie fährt, ist ein Cousin, Freund oder Onkel. Die halten alle zusammen. Also verscherz es dir nicht mit ihr. Superb. Oh, hi. Hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind.
Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Okay. So, wollen wir nochmal schnell... Nein. Machen wir nächste Folge. Aber wir gucken uns mal an die Rennen. Oh, Drag. Was ist der Drag-Rennen hier? Die sind echt nicht nice. Vor allem gegen, ja, Bossgegner. Wenn das Problem bei diesen Drag-Rennen in diesem Spiel ist, ganz einfach. Die haben eine freie Wahl, wie sie fahren können. Die fahren wirklich teilweise weit von der Straße entfernt. Dadurch haben sie keine Autos oder so. Und wir haben Meilensteine. 8 Polizeiwagen innerhalb von 3 Minuten. Das wissen wir, ist easy. 4-minütige Verfolgung verwickeln. Passt ja zum Beispiel schon mal gar nicht mehr zusammen. 195 km/h und 185 km/h. Okay. 4 von 3, Gesamtkörperfeld 180.000. Ist nicht mehr so viel. Ich habe irgendwie Nachricht? Ne, doch nicht. Okay. Dann bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.